City, wie gut schmecken so Last-Minute-Siege? Ich glaube, emotionaler geht's nicht. Ich war sehr froh, als Tommy das Ding reingehauen hat. Vor der Kurve, ganze Mannschaft kommt aufs Feld. Das war so ein bisschen Feeling von damals Felix Herzenbruch, Aachen, Last-Minute-Treffer, hat mich so ein bisschen daran erinnert. War auch ein Derby. Wie viel besser macht es nochmal, dass das gegen so einen Verein wie Preußen Münster ist, wo ja auch durchaus so ein bisschen Druck auf dem Kessel ist? Ja, ich glaube, das hat man gemerkt an der Stimmung. Geile Stimmung, geiles Derby und dann Last-Minute-Treffer. Wie gesagt, emotionaler geht's nicht. Wir haben über die Bude gerade gesprochen. Erzähl mal, wie hast du die Szene erlebt? Du warst ja mittendrin. Ja, ich war einfach froh, wie gesagt, dass Tommy das Ding reinhaut. Er ruft noch von hinten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn instinktiv sowieso nach hinten lege, aber Tommy hat halt gerufen. Und dann spiele ich den nach hinten und sehe nur, wie Tommy den reinhaut. Und dann habe ich auch erstmal keine Kraft gehabt, da hinten hinzulaufen. Bin auch erstmal selber vor die Kurve gegangen, habe gejubelt. Aber wie gesagt, Gänsehaut und emotional. Das war so ein bisschen so ein Traumtag für dich. Erster Startelf-Einsatz diese Saison. Wie wichtig war das für dich, hier von Anfang an mit auf dem Feld zu stehen? Ja, ich wollte einfach der Mannschaft helfen. Ich wollte mit meiner Spielweise, gerade in den Zwischenräumen, war unser Plan, dass ich da viele Bälle kriege und den Ball verteilen kann. Ich glaube, das ist sehr gut aufgegangen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und ich hoffe, das kann öfter so sein. Nach dem Spiel ist bei dir schon so ein bisschen Ritual. Du gehst hier vorne auf der Sparkassentribüne zu deinem eigenen kleinen Fanclub. Was haben die zu dir gesagt? Ach, die sind immer da. Ich freue mich immer, dass sie da sind mit dem Plakat. Über jede Unterstützung freue ich mich und ja, einfach liebe Leute, die immer zu mir stehen und ich glaube, die hätten auch gerne ein Trikot gehabt, aber konnte ich leider heute nicht abgeben. Das habe ich gerade gesehen. Warum? Hier steht nicht Harenburg hinten drauf. Ja, ich hatte schon einen Trikottausch mit jemandem gemacht, der mir sein Trikot gegeben hat und ja, das nehme ich jetzt mit nach Hause. Noch einmal die letzte Frage. Ich glaube, jetzt können wir guten Willens den Blick nach vorne richten auf den SC Freiburg, da auch wieder die Marschroute 3 Punkte zu holen gegen den Vizemeister, der aber noch nicht gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr, habe ich eben schon gesagt, sehr gutes Auswärtsspiel in Freiburg gemacht. Das wollen wir wieder machen und dann möglichst die lange Rückreise mit 3 Punkten im Gepäck antreten. Danke dir. Gerne.